Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Fische, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für Juni 2024. Für alle, die die Fische als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir legen heute mit dem Rabentarot, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. Und spätestens jetzt hat der Crazy Old YouTube-Abonnent gemerkt, da ist was anders. Ja, wir machen heute mal eine andere Variante des Zwischenimpulses. Wir nehmen eine Tarotkarte und ein Lenormand 9er Blatt. Und ihr dürft mir gerne im Anschluss in die Kommentare geben, welche Legevariante euch denn besser gefallen hat. Diese neue Variante oder die altbewährte. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir da in die Kommis gebt. So, und jetzt geht's los, meine Lieben. Und wir schauen mal, liebe Fische, was war bei euch an Energie im Feld haben. So, was haben wir denn für die Fische gerade für eine Energie im Feld? Die hat sich umgedreht und wieder umgedreht. Und ich habe einen Frosch im Hals. So, jetzt ist gut. So, wir haben die Hohepriesterin. Sehr interessant. Okay, und jetzt schauen wir mal, was uns das 9er Blatt mitteilt für euch, liebe Fische. So, was für eine Energie, was haben wir gerade bei den Fischen für eine Energie im Feld? Die Wege. Okay, wir haben die Wege, den Schlüssel, das Haus, die Mäuse, die Lilien, das Kind. Okay, die Wolken. So, das ist zu viel. Zwei Karten bräuchte ich noch, danke. Da haben wir die Dame, also da seid ihr als meine Zuschauer gefallen. Ihr wisst, die Dame, das repräsentiert immer euch als meine Zuschauer, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Und euer Gegenüber oder ein euch wichtiger Mensch wäre durch den Herrn repräsentiert. Also, was haben wir? Liebe Fische, ihr seid gerade sehr feinsinnig unterwegs mit der Hohepriesterin. Gibt es hier vielleicht so ein Geheimnis, das ihr auch wahrt oder das ihr mit euch herumtragt? Die Hohepriesterin ruft euch immer auf Zeichen zu achten, auf eure Träume, auf Omen. Ja, da geht es um eine ganz, ganz feine Schwingung. Also Zeichen, Hinweise, Träume, Botschaften, das ist für euch gerade eine ganz wichtige Energie. Und es kann ja auch wirklich sein, weil die Hohepriesterin ist auch so eine Geheimniskrämerin manchmal, ja? Und vielleicht seid ihr hier auch gerade mit einem sensiblen Geheimnis zugange. Und wir haben hier als verdeckte Energie, sehr interessant. Also, wir haben hier den Gehängten, wir haben das Gericht und wir haben die 9 der Münzen. Liebe Fische, ich glaube, in einem gewissen Zusammenhang, in einem gewissen Aspekt, seid ihr seit längerer Zeit bewegungsunfähig. Ihr bewegt euch nicht. Und da ist schon, also da pfeifen schon alle Vögel von den Dächern mit dem Gericht. Hey, jetzt komm hier mal raus aus deiner Komfortzone. Ja, du hast dich jetzt hier lang genug ausgeruht. Du musst hier nicht in so einer Überempfindsamkeit sein, ne? Weil auch das ist die Hohepriesterin. Du bist hier irgendwie aufgefordert, rauszugehen. Aber wir sehen hier, also ich muss mal die Horizontalen deuten. Wir sehen hier, dass du absolut unklar bist mit einer Entscheidung. Und diese Entscheidung nagt schon länger an dir. Wir haben die Wolken, die Mäuse und die Wege. Ja, also diese Dreierkonstellation als Linie liegt mir hier. Ja, und du knödelst mit dieser Entscheidung seit Ewigkeiten hin und her. Da beißt die Maus keinen Faden ab, ja, das zehrt auch an deinen Nerven, aber irgendwie kommst du noch nicht zu Potte.
Und wir sehen, dass diese Entscheidung mit einer häuslichen Situation zu tun haben kann. Also das kann auch mit dem Haus, geht es um dein Zuhause, da geht es um das häusliche Umfeld. Vielleicht geht es auch im Wörtlichen um einen Umzug. Es kann ja aber auch um Gesundheitsthemen gehen. Ja, und hier im Endeffekt diese Entscheidung, um die es hier geht, du möchtest diese Entscheidung treffen in dem Wissen, dass dann hier alles gut ist. Ja, weil der Schlüssel ist eine Glückskarte. Aber auch sich nicht zu entscheiden, ist ja eine Entscheidung. Nämlich, dass man sich nicht entscheidet. Ja, also egal wie du dich entscheidest, es wird letztendlich alles gut werden. Aber in Bewegung solltest du mal kommen, ja, weil wir sehen ja, verdeckte Energie, dass du hier schon lange in der Bewegungsunfähigkeit bleibst und dich mit den Neun der Münzen so ein bisschen in deiner Komfortzone bequem eingerichtet hast. Und der Neuanfang, ja, der Narr, der nötig wäre, der liegt hier auf dem Kopf drin. Ja, den gehst du noch nicht an. Okay, also, wir sehen, dass es hier um einen Neuanfang geht in diesem häuslichen Bereich. Das ist ja auch klar. Ja, es geht hier in kleinen Schritten in die Klarheit, aber im Grunde weißt du es, dass dieser Neuanfang schon im Feld ist. Ja, und ich weiß nicht, warum du dich hier noch so zögerst, weil auch die zentrale Karte, da liegst du als die Dame drin. Dann haben wir die Lilien, du denkst über ein sicheres Erblühen nach. Ja, wir haben dich, die Lilien und den Schlüssel. Also es geht hier um Harmonie, um Familie, um Leidenschaft, um Anziehungskraft. Und mit dem Schlüssel willst du auch hier, dass alles gut wird. Also im Endeffekt hast du dir eine Art Entscheidung aufgebürdet, wo du für alle mitdenken willst. Und deshalb, weil du das vielleicht nicht für jeden das Optimum rausholen kannst, entscheidest du dich nicht. Hier solltest du wirklich mit der Hohepriesterin auf Zeichen achten, ja, weil das Ganze raubt dir ja schon den Schlaf. Schau dir mal die verdeckte Energie hier an. Der Mond und die Ruten, also das ist Schlafbeschwerden, ja. Also hier hat man schon Schlafbeschwerden, weil man Angst hat, den falschen Zeitpunkt zu erwischen. Nur wenn du ewig mit dieser Entscheidung rumknödelst, kann es auch sein, dass der Zug abgefahren ist. Ja, also und so wie ich das hier liegen habe, glaube ich, verkopfst du dich viel zu sehr mit dieser Entscheidung, lieber Fisch. Weil letztendlich wird alles gut. Schau mal, die zentrale Reihe, der Schlüssel, die Lilien und die Dame. Es geht hier mit dem, der Schlüssel sagt, alles wird gut. Ja, hier ist ein Erblühen, hier ist Harmonie. Es geht nur darum, dass du dein Herz öffnest, dich entscheidest und voranschreitest. So, jetzt nehmen wir Erat Ali Quando noch dazu und schauen mal nach einem Tipp für dich, was hier noch mit drei Karten vielleicht so als Tipp für die Fische kommt. Dann gibt es noch eine Rute dazu, eine Rune dazu, ja, und dann, ja, dann war's das für diesmal. Also, wir sehen hinter der Rosenhecke der Storch und der Bergkristall. So, wenn ich jetzt mal den Storch, dieses Brüten, ja, ich glaube auch diese Menschen, mit denen du hier zu tun hast, die brüten hier auch schon mit. Wenn du das mal wegnimmst, dann siehst du im Verborgenen hinter der Rosenhecke, ja, ist das Erstrahlen, die Heilung schon da. Der Bergkristall ist ein Meisterkristall. Der schafft es, die Brüche, ne, unter großem Druck ist der gebrochen. Und er schafft es aber, diese Brüche in sich selbst zu heilen und damit in seinen einzigartigen Facetten zu erstrahlen. Ja, aber das schafft er nicht, indem er nur brütet, sondern indem er heilt. Ja, also hör auf, immer im Verborgenen zu brüten, sondern lass mal die Heilung und die Facetten, die da in dir sich schon zeigen. Du hast ja eine Fülle erreicht mit den Neun der Münzen. Lass die auch mal nach außen wirken. Ja? Mit der Schnecke sehen wir einfach, dass du, dass hier eine Verzögerungstaktik läuft als verdeckte Energie. So, und welche Rune haben wir? Ja, Bakana. Frühlingserwachen.
Bacana ist die Birke, hier geht's ums Erwachen, hier geht's um Leichtigkeit, hier geht's um Verliebtsein, hier geht's um Neuanfänge. Wir haben hier den Neuanfang. Ja, wir haben bis auf diese beiden Karten haben wir durchweg positive Karten. Also egal, worum es hier geht, wage diesen Schritt, trau dich zu erwachen, zu erblühen. Ja, trau dich auch mit Leichtigkeit das Ganze anzugehen. Die Birkana unterstützt dich hierbei, lieber Fisch. So, das war euer Zwischenimpuls. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare, auch dazu, wie ihr diese Legevariante findet oder ob ihr lieber die altbewährte wieder hättet. Ja, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Ich sage auch ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.